Moin Moin Leute der schlechten Unterhaltung oder der Batteriebeladung oder Zellladung, was auch immer. Wir sind wieder bei dem Kollegen hier, bei dem ich es versucht habe, die zu befüllen bzw. neu zu befüllen. Ja, ich habe sie kurzzeitig bei mir in der Solaranlage drin gehabt bzw. Als Backup-Batterie. Es hat nicht funktioniert. Die ist sehr schnell wieder leer gesogen worden. Jetzt wollen wir mal gucken, wie schnell die Spannung zusammenbricht. Wie gesagt, mit Zigarettenanzünder. Man sieht ja, wie schnell er dort zusammenklappt. Oder diese Batterie zusammenklappt. Nach dem Laden, nach dem ersten Befüllen, nach dem ersten Laden hatte ich ja festgestellt, dass ich leicht am Glühen, dass er 1 Ampere hinzugewonnen hat. Also ich habe maximal 1 Ampere mit rausgekriegt. So wie scheint, wenn die Dinger kaputt sind, sind sie im Arsch. Aber wie gesagt, mein Problem ist halt, ich weiß nicht, wie ist die vorher behandelt worden. So, jetzt wir erstmal umsteigen auf Ampere-Messung, wie es damit jetzt aussieht. Aber wie ihr seht, ist jetzt auch schon wieder gut zusammengebrochen. Boah, wir müssen den Laden hier mal umsteckern. Sagen wir auch bitte richtig einstellen. 10. So, schön ist das nicht. Gar nichts. So, dann wollen wir mal gucken, ob ich damit überhaupt was hinkriege mit dieser Batterie nach. So. Wie sieht aus? Haben wir überhaupt irgendwie Bums? Mal ran an Masse. Alles okay, alles richtig, plus, plus, minus, minus, schick. Haben wir. Jetzt bin ich mal gespannt. Was haben wir da? Da ein bisschen läppisch zusammentüdeln. Gar nicht mal so einfach. 12,2. Gut. Ja. Probe aus dem Tempel. Lass mal checken. Was haben wir hier? Gut. Das Display zeigt schon mal was an. Aua. Unser Gang raus. Wow. Jo, das war's. Ihr seht, nichts, tot, richtig tot. Das heißt, diese Batterie ist tot, und zwar mehr als nur tot. Es hat hier in diesem Moment nicht funktioniert. Vielleicht wisst ihr draußen, was man machen kann. Die ist auf jeden Fall hinüber. Sowas von. Kann man rumexperimentieren und rumtüdeln, was man will. Ja, die zeigt da 12,2 an, Dixmus an, aber sie wird nicht mehr ausreichend Ampere haben. Die Stärke ist nicht mehr gegeben. Gut. Ja, um zu zeigen, ob das Auto ist durch den. So. Die Schrott. So, ich werde jetzt mal gucken, ob ich im Auto ist. Wie auch euch zeigen, dass da wirklich kein Murks ist. Die ist jetzt frisch. Also Minus und Minus, ja genau. Ich kann Murks fabrizieren. So, man hört es wieder piepen. Allerdings, die Batterie hat auch schon einen kleinen Schlag weg. So, Kupplung Gang raus.
auch tot. Ja, auch die ist hinüber. Diese verfluchten Industrierotzteile. Gut. Also, nach meinen Tests kann ich auch definitiv sagen, hat nicht funktioniert. Beide Batterien sind definitiv Schrott. Da kannst du auch noch viel mit Impulse oder noch solche Technologien versuchen. Das Einzige, was höchstens hier noch möglich ist, die halt auf Alone umzurüsten. Was wir eigentlich schon gemacht haben. Gut, ich habe es, wie schon gezeigt, halt aus dem Motorola 1000 habe ich den, das ist auch ein Fließakku gewesen, den habe ich kurzerweise auch wieder hochgekriegt. Der funktioniert. Diese beiden nischt. Naja, so viel von meiner Seite her. Ich würde weiter rum experimentieren, weiter rum basteln. Aber diese beiden Batterien kann ich auf jeden Fall zum Entsorger bringen, beziehungsweise mir was Neues besorgen. Das ist schön. Also, bis dann. Tschüss. So, ich habe ein schönes altes Ladegerät ohne Elektronik, ohne TÜNF drin. Ich hatte davon auch ein bisschen mehr als diese ganzen elektronischen Scheiße, weil wenn die Batterie kaputt ist, geht sie so nicht mehr. So, das ist die zweite Batterie, die ist noch, hat noch halbwegs Leistung, so dass ich mit dem Wagen noch fahren kann, überhaupt noch was rumzunopelt. Dann habe ich als nächstes, jetzt habe ich nur was vergessen, da auch hier ein Video drüber zu machen, eine zweite Rollerbatterie von einem Freund, dessen Roller im Eimer ist. Und ja, da habe ich auch wieder an den Pulser dran, die Batterie. Die hatte noch ein bisschen Flüssigkeit drin. Ja, Donut oben, ne, wissen wir ja. Auch wieder mit destilliertem Wasser, bis gerade, dass die Pole unter Wasser sind, bis diese Fließ komplett bedeckt ist. Mal schauen, ob ich da mal überhaupt was, diese blöden Kamera was hinkriege. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ah ja, doch, ein bisschen kann man sehen. Naja, ein bisschen. Oh, das ist gerade ein bisschen geblubbert. Wie dem auch sei. Funktionieren tut es soweit. Jetzt bin ich mal gespannt. Die habe ich jetzt gerade seit einer Woche dran. Ich werde jetzt mit dem Pulser und dem Ladungserhaltungsgerät. Ja, ist auch ein Batterielader, der ist für halt kleine Batterien geeignet, auch für große Batterien, aber nur dann zur Überwindung und Ladungserhaltung. So, am Anfang, wie ich die Batterie bekommen habe, wie gesagt, da war noch ein bisschen Säure drin. Die andere, die ich hatte, da ist nur gar nichts mit drin gewesen. Also ich gehe jetzt rein um diese hier und die war tot. Das Gerät hat, so die LED-Anzeigen, hier bei der durchgeschriebenen Batterie hat sie geblinkt, das heißt, sie war kaputt. Ich denke so, okay, wie kriege ich sie wieder hoch? Ich bin beigegangen an der anderen Batterie, die jetzt draußen ist, und habe sie einfach kurz geschlossen. Quasi Pole vertauscht, um mir jetzt einfach mal ein bisschen Bang zu geben. Achtung, ich muss dazu sagen, Achtung, passt auf, macht das bitte nicht zu Hause nach, wenn ihr davon keine Ahnung habt. Ich habe es auch maximal, beim ersten Mal habe ich es für 10 Sekunden gemacht, über natürlich offen gelassen, geguckt, ob sie wie es da blubbert, wie es dann sich verhält. Danach hat er immer noch tot angezeigt, dann bin ich herbeigegangen, habe sie auf 20 Sekunden kurz, hat sie 20 Sekunden kurz geschlossen. Bin dann wiederum bei gewesen und habe dann einen Bypass gelegt, beziehungsweise habe dann halt nicht wieder kurz geschlossen, sondern diese Batterie an der lebendigen Batterie angeschlossen und sie dadurch halt im Kurzen wie hochzukriegen. Und dann hat das Gerät registriert, okay, sie funktioniert wieder. Also er kann sie wieder laden. Ja, mal gucken. Also ich werde diese kleine Batterie, die werde ich nur für meine Solarpanel, bla bla bla. Nein, ich habe ja überall hier LED-Stripes. Habe ich mehrere ausgebaut und die kommt dann hier halt als Notstrom. Ich werde demnächst, hier habe ich auch noch ein kleines Solarpanel draußen liegen, werde ich dann halt als nächstes hier so ein Mini-Solar-Ladedienst zu sehen, wenn es Geld nicht irgendwann mal bei mir klappen sollte. Aber nun, bei mir ist wie gesagt alles experimentell. Wie gesagt, macht es zu Hause nicht nach, wenn ihr davon keine Ahnung habt, es ist saugefährlich. Wie gesagt, es handelt sich darum um Säure. Ich habe mir da schon so ein bisschen was vernäht mit, also ein Teppich habe ich schon gegrillt. Wartungsfreie Batterien, was kann ich da letztendlich dazu sagen? Von drei Batterien habe ich eine wieder relativ hoch gekriegt, bei der anderen, bei einer Motorrad- bzw. Rollerbatterie bin ich mir auch nicht so sicher. Für kleine Experimente reicht es. Oh gut, den Roller habe ich damit einmal zünden können, dann hat er sie platt. Im absoluten Notfalle, es geht, es funktioniert. Klar braucht ihr was vernünftiges Neues. Aber nun. Tja, so viel erstmal von meiner Seite, von der Batteriefront. Und kicken, was kommt. Also, bis denn. Tschüss.